Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Review am Montag. Heute mit einem älteren Set von 2015 aus der Speed Champions Reihe. Und zwar dem Porsche 218 Spyder mit der Setnummer 75910. Also 910. Ist für die Altersgruppe 7 bis 14 Jahre angedacht. Verfügt über 151 Bauteile und eine Minifigur. Die Minifigur kann man obendrauf auch wieder Maßstab in Abbildung 1:1 sehen. Finde ich also sehr cool mit diesem, mit der Farbgebung. Mit dem grünen. Und auf der Rückseite ist der Wagen dann nochmal abgebildet und natürlich dann auch wieder das Original. So zum kleinen Abgleich, wie der Wagen nachher, oder wie der halt, wie das Vorbild ausgesehen hat. Die Packung klebt wieder sehr gut zu. So, okay. Und das war's. Natürlich wieder Aufkleber dabei. Und nicht nummerierte Tüten. Aber das ist bei denen, bei der kleinen Stückzahl an Bauteilen natürlich auch nicht so tragisch. Aufkleber halten sich in Grenzen. Ein sehr kleiner Stickerbogen. Das geht mal. Mal schauen, ob da doppelte bei sind. Ansonsten sind das hier 15. Süß. 15 Aufkleber. Jo, das ist doch mal was. Dürfte schnell von der Hand gehen. Und dann trotz alledem eine doch etwas stärkere Bauanleitung. Gut, klar, man fängt erstmal an wieder mit dem Fahrer, mit dem Piloten und baut dann den Porsche nach und nach natürlich zusammen. Ansonsten die Bauanleitung jetzt nichts Spektakuläres, ein bisschen aufgemotzt auf so ein bisschen Rennstyle hier oben mit der Checkered Flag und so einem leichten punktierten Hintergrund, sieht aus wie ein Lochblech, also schon ein bisschen technisch. So, dann sind hier noch aus der ersten Ära der Speed Champions noch ein paar Sachen abgebildet und da ist dann auch noch ein bisschen was zu sehen. Okay, ich baue den Wagen zusammen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen, beim Speedbuild bzw. Timelapse, beim Zeitraffer und sehen uns dann so in ca. 2 Minuten dann wieder. Bei der Umsetzung des Porsche 918 Spyder hat Lego wirklich wieder den Punkt des Fahrzeugs getroffen. Aber bevor ich auf das Fahrzeug selber komme, geht es natürlich erstmal wieder um das Zubehör. Ja, da ist auch wieder was dabei und zwar so eine kleine Bande. Ja, so ein Stück mit so einer kleinen Zielflagge dran. Kann man auch schwenken, wenn man möchte. Und das dann so mit an die Strecke stellen. Also ein Stück Streckenbegrenzung ist wieder mit dabei. Also, ja, nett. Toll natürlich auch die Minifigur.
Der Overall gefällt mir sehr gut. Das Grün-Weiß ist sehr cool gemacht. Der Aufdruck ist wirklich schön. Auch mit dem Porsche Motorsport auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite steht das gleiche dann halt auch nochmal. Ist aber doch etwas anders. Stimmt, der Kragenausschnitt, der sieht etwas anders aus. Sonst hätte ich fast gesagt, ist die gleiche Vorlage. Aber auch der Reißverschluss ist dann auf der Rückseite halt nicht untergebracht. Und ein zweites Gesicht hat der Pilot nicht. Er lächelt freundlich. Und das ist auch so gut. Dann der Wagen selber. Unverkennbar ein Porsche. Natürlich jetzt wieder im Speed Champion Style halt etwas geschmälert, Monocoque Version, aber ansonsten wirklich gut eingefangen. Wenig Aufkleber, wie ich am Anfang schon gesagt habe, 15 Stück waren dabei und die ließen sich diesmal auch recht gut platzieren. So langsam bekommt man ja auch Übungen in der ganzen Sache und deswegen, ich drehe den Wagen jetzt mal in so ein bisschen rum. Ich könnte mir jetzt auch einen Drehteller hinstellen. Das machen andere ja auch. Aber eben, weil es andere machen, mache ich es eben nicht. Und drehe manuell. So, ganz analog. Nichts Digitales bei. Alles Tofte. Der Zusammenbau, den fand ich auch recht zügig. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, noch nicht drauf geguckt, wie lange ich jetzt für gebraucht habe. Aber es geht auch wieder recht flott von der Hand. Eben auch, weil wenig Aufkleber mit dabei waren. Am Heck, den Aufkleber sieht man kaum, weil er so ein bisschen auch durch die Platte verdeckt wird. Aber ansonsten, ja, ein schönes Ding. Braucht man nicht viel zu sagen, außer, dass er gefällt. Mit der Kopffreiheit braucht man jetzt, glaube ich, nicht so drauf achten, denn der ist oben ja offen. Dennoch müsste man die Windschutzscheibe hier wegnehmen, den Piloten dann da reinsetzen. Dann kann man das ja wieder draufsetzen. Ja, aber wenn jetzt noch eine Platte drauf wäre, ein Verdeck, dann würde, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, doch oben so ein bisschen anstoßen, beziehungsweise das Dach würde gar nicht drauf gehen. Ja, also das ist da schon sehr eng. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Wagen oben offen ist, ist es auch nicht so schlimm. Das Problem ist immer beim Rausnehmen der Figuren, dass man dann immer den Helm mit abnimmt. So. Ihn da wieder nebengestellt. Schießlauch steht. So. Streckenabschnitt daneben. Oder Streckenbegrenzung daneben. Und das war's schon. Ein tolles Modell. Ich bin froh, dass ich es auch noch mir besorgt habe. Ist aus dem Jahr 2015. Man bekommt es aber noch auf diversen Plattformen ist er dann immer doch nochmal zu haben. Auch zu einem ansprechenden Preis. Also jetzt nicht, dass er immer teuer angeboten wird, weil er ist eben nicht mehr bei Lego direkt erhältlich. Man sieht ihn aber auch noch teilweise in Spielwarenläden. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also Empfehlung spreche ich selten aus, aber der ist wirklich so beschaffen, dass ich da sagen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben, den kann man sich gerne hinstellen. Dann danke erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wieder am Montag mit Star Wars Lego oder Lego Star Wars. Und habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.